willkommen zu Folge 15. Wir haben uns sehr leichte Gegner rausgesucht, wo wir dachten, die könnten wir locker schaffen joinen. Ich joine auch gerade. So richtige Noobs einfach. Nein, die Spitzhacke ist weg. Och nö, jetzt war ja wirklich jemand unsere Verzauberung und so. Unser Zaubertisch ist weg. Ja, och nö. Unser Amboss ist weg. Och nö, dann war ja wirklich jemand. Aber wenn wir jetzt die Gegner besiegen, dann bekommen wir... Nee, den Amboss hab ich. Okay. Wenn wir die jetzt besiegen, dann bekommen wir so oder so neue Sachen. Weißt du, was ich meine? Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist es vorbei mit uns. Kann die letzte Aufnahme sein? So. Okay. Leute, das gecraftete... Okay, doch nicht. Sag, ich hab schon mal 49 Pfeile. 49, ja, dann gib mir mal welche Abgleich auf jeden Fall. Wir können noch mehr machen, wenn wir Flint haben. Hast du Flint? Nee, hab ich nicht mehr, leider. Nee, kein Flint in Stil dabei. Ich sammle noch kurz... Sollen wir jetzt eigentlich joinen? Ich hoffe, die joinen jetzt, weil wenn wir nicht in 15 Minuten joinen, dann haben wir Arschkarte. Ja. Ja, ich bin ein bisschen nervös, aber jetzt nicht zwingend. Okay. Da, das sind die leichten Gegner. Dachten wir, sind wir was Leichtes. Alle schreiben bis auf Schläge, die konzentriert sich noch ein bisschen. So, ich pack den doch lieber auf die F-Taste. Das packe ich dann mal da drauf. Das brauche ich gar nicht. Da kommt dann das hier rein. Alles an Crap packe ich jetzt mal weg kurz, so, was ich Pfeile nicht brauche. So, das machen wir da hin. Dann brauche ich da meinen Lava-Eimer hin. Puh! Erste schreibt mir eine Konfi und ab geht die Post. Oh ja. So, da habe ich das. Bisschen Nether-Wake-Up. Gibst du mir bitte Pfeile kurz? So, machen wir mal das nochmal da. Hier mal schnell Pfeile bitte. So. Die Hälfte, 32. Dankeschön. Okay. Gut, wir haben einen Termin. Komm mit. Da müssen wir das mal hinlaufen. Die müssen selber noch an die Oberfläche, haben sie geschrieben. Ah, okay. Scheiß Regen. Meinst du, es ist da in der Ecke, ja? Ja, über den Spawn quasi. Okay, also erstmal machen wir scheinbar. Oder hier ist der Dschungel. Ja, ja, genau. Da rechts ist der Dschungel. Ja, müssen wir in die Richtung quasi. Genau. Guck, dass du kein Essen verlierst und eine halbe Keule. Danach kannst du erstmal gechillte Sachen angehen. Ja, ich hab noch 18 Fleisch. Decke 3 Bogen. Ja, aber läuft eigentlich. Vielleicht unsere letzte Folge wird das hier heute vielleicht. Genau, also am Anfang kommt ein bisschen Bogespam, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir da nicht Scheiße bauen. Es wird wahrscheinlich gerade Nacht oder so. Kommst du nicht hoch? Gut. Ah, Regen hört auf, finde ich schon mal gut. Sonne geht unter. Sonne geht unter. Gucken, dass die Kinder Hinterhalt machen oder so, das wäre nämlich scheiße. In der Mitte ist ein Loch, pass auf. Da beim Zuckerrohr ist irgendwo ein tiefes Loch von Stiki gebaut worden. Mhm. Warum? Da ist ja eben Zander dran verkackt. Sorry, wenn ich spoilere. So, irgendwo da vorne müsste das sein. Da rechts ist... Warte, ich guck noch mal kurz was... Ja, das ist da hinten. Auf unsere Karte. Ja, keine auf, Ahnung, ne? Wald oder so. Davor, dann so quasi so rechts davon so. Ich sehe gerade noch niemanden. Bitte. Ist ja auch Nacht, Alter. Das ist das Schlimmste gerade. Ja, Nacht ist ungeil. Nacht ist richtig ungeil. Na, lass da oben auf den Berg stehen, auf den Hügel da stehen. Würde ich sagen. Ja, erhöhte Position ist nicht perfekt. Würde ich, ja, okay, machen wir trotzdem erstmal. Okay, hier müsste das eigentlich irgendwo sein. Wir sind. Pass auf die ganzen Tiere, die ganzen Creeper und so auf, ne? Sollen wir schon mal eine Mauer bauen oder so? Ja, bau schon mal eine Mauer. Aber hier unten. Lass es wirklich mal aufs Flache gehen, ja? Hier müsste irgendwo ein See sein. Spinne hinter dir? Oh, Spinne, Scheißdreck. Okay. Da ist ein Skeleton. Ich brauche meine Spitzhacke. Siehst du jemanden? Nein, doch nicht. Ach, da bist du jetzt ein bisschen da drauf. Ich mach kurz eine Spitzhacke noch. Nicht mehr so viele Blöcke. Hast du noch Eisen? Ja. Hab ich. Egal, ich habe jetzt eine Steinspitzhacke gemacht.
Das ist so lustig, wenn jetzt, wir müssen den Wall verbessern. Wir müssen alle Ecken hier zumachen. Hast du noch mehr Steine oder so? Ich habe ganz viel habe ich. Dann mach du mal hier einen schönen Wall überall okay. So. Ich stelle mich mal hier oben auf meinen Ausguck. Guckst du ein bisschen, wo jemand kommt, ob jemand kommt? Bei euch. Hast du noch Steine? Wahrscheinlich nicht so, ne? Ne, ich habe wirklich nicht mehr viel. Eisblume. Da ist ein Skelett. Da kommen sie! Okay, wo? Ich werde direkt beschossen. Okay, komm, geh weg, alles gut. Oder direkt beschossen. Da ist eine Spinne, die greift hier an. Ist ein Goldapfel. Bin hinter dir, ne? Ist auch ein Goldapfel. Ich hab nur noch 4 Herzen. Bin ich schnell an, komm, los! Auf Tobi! Ich bin tot! Scheiße! Mann, war das knapp! Ja. Tobination war da! Wir hätten ihn beinahe gehabt! Och nö! Krass! Wie die nicht gestorben sind, lol! Ja, keine Ahnung wie viel... Aber Tobination hätten wir fast gehabt, glaube ich. Keine Ahnung, ob das stimmt. Och nö! Schade. Och nö, war das knapp. Das war richtig knapp, glaube ich. Hab dir zu spät Bescheid gesagt, als Tobination kam. Naja, das habe ich auch nicht gesagt. Och nö, der war mal da und habe ich ihn angegriffen, da kam Stegi von hinten. Das war diese Sandwich-Position. Nö, och Mann. Oh. Ja. Ja. Gut gelaufen. Das war echt richtig schade, aber die sind auch nicht verreckt, komischerweise, ne? Ich weiß nicht, wie Tobination drauf war. Hatte, glaube ich, keinen Goldapfel drin, aber war halt knapp. Ja, ich kann es nicht analysieren, aber das war Ware für uns. Das war irgendwie stumpf irgendwie. Ja. Das war sehr stumpf dann im Endeffekt, ne? Ja, sehr stumpf auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ob wir haben den Wall gebaut. Die haben natürlich oben die Position gehabt. Das war natürlich noch deren Vorteil. Ja. Hätten noch ein bisschen höher bauen müssen. Vielleicht Stegi kam von links ange. Wir waren dann aber zu wenig zusammen. Wir hätten noch ein bisschen zusammenbleiben müssen. Das wäre vielleicht cleverer gewesen, aber. Ach nö. Das ärgert mich jetzt. Mich auch ein bisschen, muss ich echt sagen. Ach nö. Ja, ach gut. Das war dann Varo für uns. Wir mussten halt kämpfen in Folge 15. Alles andere wäre Schwachsinn gewesen. Und ja, das war es halt jetzt. Aber schade, dass wir nicht mal Tobi Down bekommen haben. Nee, das wundert mich auch. Also, den habe ich eigentlich ganz gut gegeben am Anfang. Aber dann kam eben Stegi von hinten noch so ein bisschen. Dann war er eben schon vorbei. Ach nö. Ja, Leute. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Yeah.